Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich darf euch heute den Bofors Tornwagen oder auch den Bofrostwagen vorstellen. Ja, und ich fange mal mit den positiven Nachrichten an. Die positive Nachricht Nummer 1 ist, es ist kein neuer Autoloader, auch wenn jetzt viele denken, okay, es ist ein schwedischer Heavy, könnte ja ein Autoloader sein. Nein, es ist kein Autoloader, es ist ein Einzellader. Und die zweite positive Nachricht ist, es ist kein neuer OP-Panzer. Die Optik erinnert ja stark, wenn man sich das mal so anguckt, ne, an einen Panzer, den es für die Ranked Battles gab. Ich suche ihn mal ganz kurz raus. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, optisch ähnelt er sehr, sehr dem Concept 1B. Und der ist ja auf Stufe 9, ja, anders krass. Aber der Bofrostwagen hat ehrlicherweise überhaupt nichts mit dem Konzept 1B zu tun, außer dass er auch Gun Depression hat und dass er ja einigermaßen brauchbare Panzerung hat. Und da hört es dann auch schon auf, was die Gemeinsamkeiten mit dem Konzept 1B angeht. Ausgerüstet habe ich ihn mit Lüftung, vertikaler Stabilisator und Waffenrichtantrieb. Warum diese Ausrüstung? Einfach, und das werden wir uns gleich auch noch im Stats-Vergleich anschauen, weil das Gun-Handling so unterirdisch schlecht ist, dass ihr wirklich schon diese Ausrüstung fast fahren müsst. Man könnte noch eine verbesserte Zielvorrichtung einbauen, aber um jetzt quasi die Kanone auch dann zum Einsatz bringen zu können, ist das hier schon, ja, wie bei den anderen schwedischen Heavys, wie beim Emil oder so, da fahre ich im Prinzip die gleiche Ausrüstung, nur sind das Autoloader und das hier ist ein Einzellader. Wir haben 400 Schaden pro Schuss und wir laden selbst mit Rationen, mit Lüftung. Gut, ich habe jetzt hier keinen Ansetzer verbaut, man könnte noch einen Ansetzer einbauen, aber dann ist das Gun-Handling halt noch schlechter und ihr wollt ja wenigstens die paar Schüsse, die ihr macht, einbauen. Also ihr könnt natürlich auch den Waffenrichtantrieb weglassen und dafür einen Ansetzer einbauen. Ich denke, das führt zu noch weniger Schaden, den ihr macht. Ich habe hier auch eine ziemlich gute Crew drauf, das ist meine Kranwagen-Crew. Ihr seht, fast 7 Perks voll. Ja, was soll ich sagen? Unglaublich anstrengend zu spielen, dieser Panzer. Und warum das so ist, das werden wir uns gleich anschauen. Ansonsten haben wir eigentlich einen brauchbaren Durchschlag, aber 13,44 Sekunden Nachladezeit mit Rationen, mit Lüftung. Wie gesagt, wenn man jetzt hier noch einen Ansetzer einbauen würde, würde man das noch ein bisschen runterbekommen. Wir können das ja mal machen. Wir haben jetzt gerade gesehen, 13,44 Sekunden. Wenn ich den jetzt hier einbaue, dann kommen wir immerhin auf 12,9 und selbst das ist noch Trash und dann habt ihr halt wieder diese krasse Einzelzeit. Ja, also das sind die beiden Optionen, die ihr hättet. Ansetzer, dann könnt ihr natürlich hier auch die Waffenrichtdirektive nicht mehr nutzen. Ne? Das muss man für sich selber entscheiden. Ich würde sagen, wir werfen mal ganz kurz einen Blick auf die Stats, auf den Vergleich. Dann habe ich natürlich für euch noch Gameplay mit dabei und ich denke, dann wird sich auch erschließen, warum ich hier den Waffenrichtantrieb eingebaut habe. Ja, ich habe ihn hier mal in den Vergleich gesetzt zu meiner Meinung nach von den Einzelladern den besten 8er Heavy, den Carnarvon. Dann habe ich nur mal, um euch so ein kleines Gefühl dafür zu geben, den T-34 und den Löwen noch dazu gepackt. Den Renegade als auch einen sehr, sehr starken 8er Heavy Einzellader. Und dann habe ich hier auch nochmal den Emil 1951 als schwedischen Vergleich mit reingesetzt, ja. Tornwagen und Emil vom Crew-Setup her die gleichen. Also, wenn man sich entscheiden müsste, wenn man den Emil kriegen könnte, was dann Sinn macht. Und wir fangen mal an mit dem Schaden pro Minute. Und ihr seht es hier schon, es gibt hier in diesem Vergleich keinen, der weniger Schaden pro Minute hat. Und wenn ich jetzt hier auf Tank by Stats gehe, das ist jetzt hier 8er Heavies gemessen an dem Schaden pro Minute. An 1 ganz klar der Carnarvon mit ziemlich großem Abstand. Und jetzt scrollen wir einfach mal diese ganze Liste hier runter, 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 weiter. Da ist er. Jetzt wird hier aber auch nur 1600 ausgespuckt. Also Löwe und T34 stehen jetzt hier dahinter. Die stehen aber eigentlich davor. Also eigentlich müsste er fast hier ganz unten stehen. Also wirklich allerletztes Drittel. Das mal das eine zum Thema der
DPM, also Schaden pro Minute, schon wirklich schlecht. 248 Durchschlagskraft, das kennen wir vom T34, das ist schon natürlich gut, aber die 234 zum Beispiel vom Löwen und auch die 226 vom Renegade reichen in den meisten Situationen eigentlich völlig aus. Schaden habt ihr 400. Hört sich erstmal ganz geil an, aber der T34 zum Beispiel hat ja auch 400 und zum Beispiel der Renegade oder der Emil, die haben beide 360, aber ich kann euch sagen, die bringen auch sehr viel zuverlässiger ihren Schaden an. Shell Velocity auf der Standardmunition 1000 Meter pro Sekunde. Ihr habt zwei APCR-Varianten, das bedeutet, ihr habt einmal die Standard-APCR und einmal die Premium-APCR. Die Standard-APCR, wie gesagt, 248 und die Premium-APCR 297 Durchschlag. Auch das ist wieder so eine Sache, finde ich nicht so geil, wenn man zweimal den gleichen Munitionstyp hat. Das wird wieder dazu führen, dass viele sagen, no, warum soll ich denn überhaupt die Standard-APCR schießen? Schieße ich halt gleich die Premium-APCR. Ja, dann habt ihr eine Einziehzeit von 2,21 Sekunden. Hört sich erstmal gut an, wartet aber erstmal ab. Ne? Also 2,21 Sekunden, das ist schon erstmal auf den ersten Blick wirklich nicht schlecht. Gerade wenn man das hier so sieht, nur der Carnarvon hat die gleiche, alle anderen sind hier schlechter. Aber, und jetzt kommt das Aber, 0,42 Genauigkeit. Ja, das ist normalerweise so ein Wert, den haben Autoloader. Also so ein Bisonte, so ein Emil, aber selbst die haben bessere Genauigkeit. Bisonte hat 0,4 Genauigkeit und wir haben hier nochmal für einen Einzellader schlechtere Genauigkeit. Ja, da lachen ihn der T34 und der Löwe völlig aus. Also es ist auch wirklich so, dass die Schüsse zum Teil sonst wohin gehen. Und auch wenn die Einziehzeit trüben mag, ja, wir haben hier ganz gute Dispersion-Werte noch während der Fahrt und der Tank-Reverse, also wenn sich die Ketten drehen, das ist auch sehr, sehr stark. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, wenn ihr steht und nur den Turm dreht, also die Turret-Reverse, 0,25, also das ist so ein richtiger Meme-Wert und der relativiert im Prinzip die Einziehzeit wieder komplett. Diese 0,25 bedeuten, jedes Mal, wenn ihr auch nur leicht den Turm dreht, geht das Fadenkreuz wieder auf und ihr seht mit Abstand, also wirklich mit Abstand der allerschlechteste Wert hier im Vergleich und deswegen ist diese vermeintlich tolle Einziehzeit, die ihr hier vorne seht, ich frage mich, wer auf die Idee gekommen ist, diesen Wert hier reinzukloppen, aber wie gesagt, dadurch ist diese vermeintlich positive Einziehzeit eigentlich schon wieder völlig irrelevant, weil dieser Wert das halt einfach komplett crasht. Ihr habt eine Gun Depression von 10 Grad, ja, ist ganz toll, haben aber alle anderen hier im Vergleich auch und der Emil hat sogar 12 Grad Gun Depression. Die Geschwindigkeit, ja, also wir haben einmal die wirklich wahnsinnig schlechte DPM, dann haben wir dieses unterirdische Gun Handling und dazu kommt dann noch 32 km/h Top Geschwindigkeit. Ihr habt 500 PS bei 43 Tonnen, macht ein Leistungsgewicht von 11,63. Bedeutet im Prinzip, dass ihr auch echt schon am Anfang Probleme habt, auf die 32 km/h zu kommen. Also er ist der langsamste, er ist langsamer und schwerfälliger als ein T34 und ein Löwe. Ja, da habt ihr dann auch, ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich, weil die Panzer kennen viele. Also er ist unglaublich träge zu spielen, er hat eine unglaublich schlechte Waffenhandhabung und dazu hat er dann auch noch eine unglaublich schlechte Genauigkeit gepaart mit einer unglaublich schlechten Damage per Minute Ratio, also Schaden pro Minute. Ja, und ich glaube, man kann jetzt anhand der Stats schon absehen, wie groß der Fun-Faktor mit diesem Panzer ist. Bei der Panzerung muss man sagen, 260 Wanne, 280 Turm, da gucken wir aber gleich aber nochmal genau drauf. Die Panzerung ist wirklich nicht schlecht, aber kennt natürlich auch ihre Grenzen, 1600 HP und 360 Meter Basissichtweite. Auch das ist für einen Einzellader-Heavy wirklich schlecht auf Tier 8. Ihr seht das hier, Carnarvon 400 Meter, T34 immerhin 380 Meter, Löwe 400 Meter, Renegade 400 Meter. Das ist so Autoloader-Niveau. Ne? Auch der Bisonte und der Emil T77 etc., das ist so 360 Meter Sichtweite. Muss ja auch irgendwo gebalanced werden, so ein Autoloader, nur beim Bofrostwagen, ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch den Clip vergessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese 360 Meter auch wahnsinnig schlecht für einen Einzellader. Also ihr seht hier, die ganzen anderen Einzellader im Vergleich lachen den Bofrostwagen
aus. Ja, gucken wir uns noch mal die Panzerung an. Also Unterwanne 166 mm, da hat wirklich keiner ein Problem reinzuschießen in die Unterwanne. Die obere Wanne, die ist schon gut gepanzert, 262 mm. Dann habt ihr hier oben Autobounce-Winkel, das ist auch wirklich stark gepanzert. Ja, und wenn ihr dann die volle Gun Depression einsetzt, dann ist quasi diese untere Wanne schwer zu durchschlagen. Durch die 260 mm hier oben geht gar nichts durch. Hier kann man aber durchschießen, da kann man durchschießen, Unterwanne natürlich. Turm, die Gunblende ist auch mega hart gepanzert. Na, da schießen euch selbst 10er eigentlich nicht durch. Das Problem ist, ich hatte jetzt schon unglaubliche Probleme, diesen Panzer zu spielen. Und wenn den erstmal viele kennen, dann ist es halt so, ja, entweder steht er in so einer Arschlochposition, wo ihr nicht rankommt, fahrt ihr einfach weg, oder ihr werdet einfach gejodelt. Ja, habe ich auch gleich nochmal ein Beispiel für euch. Ansonsten von oben sehr schwach gepanzert. Also wenn die Arti euch trifft, seht ihr, da kommt dann doch schon einiges durch. Und sobald ihr den Turm leicht dreht, seht ihr hier 164, 200 mm, wobei hier hinten ist gar nicht so schlecht. Aber sobald ihr hier die Seite anbietet, das Seitenprofil ultra schwach gepanzert, viele können euch da auch mit HE durchlinsen. Also solange ihr wirklich eure Gun Depression einsetzt und frontal zum Gegner stehen bleibt, ist die Panzerung wirklich stark. Das nützt nur nicht so viel, wenn ihr so langsam seid, dass ihr meistens nicht in die Position reinkommt, wenn eure Gunhandling so schlecht ist, dass ihr häufig Probleme habt, die Ziele überhaupt zu treffen. Und als drittes, wenn ihr dann auch noch so wenig Schaden pro Minute macht, dass ihr quasi nach einem Schuss, den ihr gemacht habt, gejodelt werdet. Also das mal dazu. Ich denke, wie gesagt, wenn man sich hier diese Werte anschaut, dann erschließt sich schon der unheimliche Fun-Faktor von diesem Panzer. Und ich würde sagen, wir springen in die Gefechte. Ja, ich denke, man kann natürlich auch komplett andere Setups fahren. Also man könnte zum Beispiel auch sowas einbauen wie einen Turbo, einen Ansetzer, einen vertikalen Stabilisator. Aber die Mobilität und die Power, die dieser Motor mit sich bringt, sind ohnehin so schlecht. Guckt euch einfach nur mal an, wie elendig langsam dieses Ding dreht. Selbst wenn ihr jetzt hier ein Turbo draufhaut, verbessert ihr das Ganze nicht wirklich. Ich habe jetzt hier eine Nachladezeit von 13,44 Sekunden und ja, Top-Geschwindigkeit liegt an. Ich habe mich dazu entschieden, zum Wasser zu fahren, weil ich dachte, okay, Progetto, die beiden AP-AMX-30, wenn wir die verlieren, wird es ohnehin schwer, die Runde zu gewinnen. So, Progetto kommt mit, die beiden AMX. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, kannst du unterstützen. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, das war meine allererste Runde in dem Panzer. Und ich hatte vorher nicht wirklich auf die Stats geachtet. Und mir war nicht klar, dass dieser Panzer so unglaublich schwerfällig ist. Also ihr seht das, wie man hier durch die Gegend schleicht, ne, mit 32 km/h. Und die beiden AMX, die sind da jetzt schon reingekracht. Mir tut das jetzt auch wahnsinnig leid. Ich würde da vorne gerne helfen, aber ich kann nicht helfen, weil ich so unglaublich langsam bin. So, und trotz Waffenrichtantriebdirektive, trotz vertikaler Stabilisator, seht ihr, wie das Fadenkreuz dann hin und wieder wirklich aufgeht. Der Schuss sitzt. Und wir haben jetzt mit dem ganzen Zubehör auch trotzdem nur eine Genauigkeit von 0,39. Also wirklich top ist anders. So, und die sind jetzt hier leider weggejodelt worden und wir haben da vorne Autoloader, Autoloader, Auto. Also wir können ja mal ganz kurz gucken. Autoloader, 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 Autoloader. Also so viele Autoloader. Und ihr sitzt jetzt hier in einem Panzer, der gute 13 Sekunden nachlädt für einen Schuss. Ist halt hart. Und ihr seht es auch immer, wenn man den Turm dreht, wie dann dieses Fadenkreuz aufgeht. Also es ist wirklich belastend, auch alleine die Wanne zu drehen. Es fühlt sich halt einfach alles super träge an. Diese ganze Mischung aus Mobilität, aus schlechter Einzielzeit, aus schlechter DPM. So, jetzt können wir mal wieder einen Schuss abgeben. Und jetzt sind wir erstmal wieder out of game. Jetzt kommen hier die Autoloader rumgejodelt. Immerhin spotten wir ein bisschen was. Und immerhin bouncen die Leute so ein bisschen was, weil sie hier mit Auto-Aim durch die Gegend jodeln. So. Kommt der nächste. Ich meine, das Einzige, wovon ich jetzt hier profitiere, ist, dass die Leute das allererste Mal wahrscheinlich so einen Bofrostwagen sehen und noch keine Ahnung haben, was sie mit dem anfangen sollen oder wo die Weakspots sind oder wie dieses Panzerungsprofil aufgestellt ist. Also auch nett von dem AMX, dass er mich hier in Ruhe lässt. Jodelt einfach durch, jawohl.
Und jetzt kommt schon der Emil. Ja, und das war dann mein Rundenerlebnis. Also insgesamt ganz toll. Wir haben jetzt zwar fast 5000 kombinierten Schaden gemacht, aber davon sind 2700 Unterstützungsschaden in 2 Minuten. Eine Sache, die ich noch nicht angesprochen habe, die mir jetzt in den 10 Runden auch schon 2-mal passiert ist, obwohl ich den Panzer jetzt mit Rationen fahre, ja, man müsste wahrscheinlich sogar einen automatischen Feuerlöscher einbauen, ganz einfach, weil die Fuel Tanks, also die Benzintanks von dem Panzer, vorne in der Wanne sind, bedeutet, dass ihr auch wirklich gerne, wenn die Gegner euch dann irgendwo erstes Kettenrad oder so reinschießen, auch ganz gerne brennt. Auch das ist ein Thema, was jetzt in 10 Runden 2-mal vorgekommen ist, also 20% der Runden gefackelt. Ja, die nächste Runde, die ich euch mitgebracht habe, ist die Ensk-Runde. Diesmal ist es eine 9er-Runde. Ensk jetzt nicht unbedingt die Karte, wo man die Stärke dieses Panzers wirklich gut ausspielen kann. Und das Problem meiner Meinung nach mit diesem Panzer sind 2 Sachen, weil ich auch gestern und vorgestern, gestern kam die News raus, dass wir diesen Panzer unter anderem in den Weihnachtsboxen haben werden. Und da haben mich viele gefragt, Alter, der ist ja voll OP. Und warum kommen die Leute zu diesem Schluss? Weil er 2 Assoziationen zulässt. Zum einen hat er natürlich wirklich optisch Ähnlichkeit mit dem Konzept 1B. Das heißt, die Leute haben tendenziell erstmal die Meinung, das könnte der nächste Konzept 1B auf Stufe 8 sein. Ist es aber nicht, weil ihr mit diesem Panzer weder so schnell verlegen könnt wie mit dem Konzept 1B, noch hat er so eine gute Turmdrehgeschwindigkeit, noch hat er so eine gute DPM und geile Kanone wie der Konzept 1B. Also, er hat mit dem Konzept 1B halt nur die Optik gemein und vielleicht noch die Panzerung. Die 2. Assoziation ist ja erstmal, es ist ein schwedischer Heavy, die sind ja derzeit wirklich, wirklich stark unterwegs, gerade der Emil 2 und der Kran waren. Da gab es dann einige, die Angst hatten, okay, das ist jetzt der nächste Superbest Schweden-Tank, ist er aber auch nicht. Aber wie gesagt, diese beiden Assoziationen stehen ja immer im Raum, wenn dann auch so ein neuer Premium-Panzer kommt. Und ich denke, wir konnten jetzt schon klären, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist. Wir könnten, wenn die Leute so natürlich völlig offen rumstehen, dann kann man mit dem Panzer auch ganz gut Schaden machen. Ihr seht das jetzt hier. So ein bisschen Sidescrapen geht natürlich auch. Aber meistens, wenn ihr da nachgeladen habt, ist die Scheiße schon einfach vorbei. 248 Durchschlag an der ISO klingeln, das macht auch Spaß. So, guckt euch einfach mal auch diesen Wendekreis an, ja? Also um hier durchzukommen, es ist schon wirklich, also ich bin ja jetzt sowieso kein Freund von so mega langsamen Panzern, aber wenn die dann wenigstens, guckt euch das an, ne? Eingezielt, erstes Kettenrad, zack, wir treffen die Oberwanne. Das sind 0,39 Genauigkeit. Oder auf dem Papier 0,42. Er kloppt uns natürlich durch. Ihr seht, ich habe dann auch nochmal ganz kurz geguckt. Also da kann man overmatchen an dieser Stelle. Das ist so ein bisschen wie beim Kampfpanzer 50. Also das war jetzt kein Pen, sondern das war ein Overmatch. Das war ein schlechter Schuss. Also solange man nur die Wanne dreht oder vorwärts-rückwärts fährt, geht das Fadenkreuz nicht groß auf. Aber sobald man den Turm dreht, da ist dann vorbei. Und guck mal, wie lange man einfach immer raus ist. Jetzt hätte ich hier vielleicht schon mit einem anderen Panzer den nächsten Schuss auf den T10 machen können. Geht aber nicht. Und wenn ihr dann noch daneben aus der Entfernung nicht mal die Kommandantenluke treffen, das waren jetzt keine 100 Meter, dann seid ihr wieder 13 Sekunden out of game. Und ihr wartet halt eigentlich irgendwie immer nur hinter irgendeiner Fassade, um den nächsten Schuss loszuwerden. So, ISO hat jetzt 400 kassiert. Er kommt natürlich. Und gibt uns hier durch die Unterwanne. Beziehungsweise, ne, er hat sogar die obere Wanne penetriert. Gut, es ist eine ISO, ne, dann auch noch mit APCR. Da machst du nichts. Also alles in allem, man kann schon sagen, die Panzerung ist brauchbar und das war's. Ja. Auch jetzt hier krabbeln wir wieder nach vorne.
Also wer auf diese Art von Panzer steht, der wird sicherlich damit Spaß haben. Wer vor allem Wert darauf legt, eine gute Panzerung zu haben und eher, ja, es auch statisches Gameplay anlegt. Ich denke, auch die Leute werden damit Spaß haben. Aber jeder, der so ein bisschen dynamisch am Gefecht teilnehmen wird, der oder teilnehmen möchte, der wird, denke ich, keinen Spaß mit diesem Panzer haben. So, das war die beste Runde. Und jetzt habe ich natürlich im Anschluss für euch nochmal so eine Standardrunde. Ja, diesmal sind wir in einem, ja, Achter-Only-Battle. Und ich, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so destruktiv sein, aber ich will euch halt auch nichts Falsches erzählen. Ne? Mir macht der Panzer, kann ich, das darf ich euch auch so sagen, ganz subjektiv, kein Spaß, objektiv betrachtet, ist er jetzt auch nicht wirklich stark. Wie gesagt, ich finde es auch, wie ich es am Anfang gesagt habe, gut, dass Wargaming jetzt nicht den nächsten Autoloader ins Spiel geworfen hat. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt nicht den nächsten OP-Premium haben. Aber auf der anderen Seite ist das ja dann trotzdem eine Spirale, die Wargaming in jüngster Vergangenheit auch immer wieder nochmal getoppt hat, wo sich neue Premium-Panzer dann auch messen lassen müssen. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt einen Panzer braucht, der höher, weiter, schneller sein muss. Es wäre auch okay, wenn der Panzer seine Nische hätte, aber in der derzeitigen Server-Situation, in der derzeitigen Meta, macht dieser Panzer in meinen Augen einfach vorne und hinten keinen Sinn. Ihr seht es halt auch, wie langsam, man ist so Tiger 2 Niveau, ne? Wobei der Tiger 2 eine bessere DPM hat, eine bessere Kanone, vielleicht nicht die Panzerung. Kann aber auch sein, dass der noch mit dem Stockmotor durch die Gegend fährt hier, der Kollege. Aber ihr seht auch, wie man sich jetzt hier berghoch quält in eine Position, die vielleicht Sinn machen könnte für den Panzer. So, solche Schüsse. Nur mal ganz kurz den Turm nach links gedreht, obwohl ich die ganze Zeit hier in dieser Position stehe und schon den Schuss verrissen. Da hinten kommt jetzt ein Progetto. Der tut uns natürlich den Gefallen, dass er schön übers offene Feld fährt. Und den treffen wir dann auch. Also wenn man so eine ganze Seite angeboten bekommt mit dieser Genauigkeit, dann geht's schon mal. Ihr habt halt auch nicht wie zum Beispiel mit einem Emil 2 oder einem Kranwagen oder einem Konzept 1B die Mobilität, um zu sagen, komm, ich wechsle einfach mal die Flanke. Hier passiert gerade nichts. Wenn man jetzt hier quasi, bis ich jetzt in der Mitte wäre, ihr seht da, was da gerade für Gejodel in der Mitte stattfindet, sind eh alle tot und dann stehen die ganzen Autoloader-Kollegen wieder um einen herum. Gegen Autoloader-Fighten ist eigentlich jetzt auch nicht das Schlimmste oder es ist tatsächlich gut möglich, wenn man einen Panzer hat, der selber zumindest eine brauchbare DPM hat, ne? Wir sehen jetzt auch hier wieder ein Schafutur, Progetto, Pantera, noch ein Progetto, Skoda, also Patchet 12 Tonnen, sehr viele Autoloader wieder am Start. Wenn ihr dann so einen Panzer habt, der in Anführungszeichen gerade mal 400 Schaden macht und dafür 13 Sekunden nachlädt, ja, wen wollt ihr damit erschrecken? Na, ihr macht euren Schuss und dann kassiert ihr 3, 4, im schlimmsten Falle fackelt ihr dann auch noch. Und ihr seht jetzt nur mal ganz kurz den Turm nach links gedreht. Wir können mal ganz kurz gucken, wo er uns getroffen hat hier. Nur mal einmal ganz kurz den Turm nach links gedreht. Progetto piekt einmal kurz. Wir kriegen den Schuss in die Turmseite. Ich versuche zurückzufeuern. Klappt nicht, weil die Einziehzeit gerade bei Turmdrehung zu schlecht ist. Also in diesen Situationen, wo ihr auch mal, so wie jetzt hier, ne, links habt ihr den Progetto Skoda T27, rechts habt ihr den AE Phase 1 und dann einfach mal so einen Schuss zurückbringen. Funktioniert halt nicht so einfach, weil sobald ihr den Turm dreht, eure Kanone wieder, ja, aus Mordor kommt. Auch der Schuss, ne, der, das war jetzt voll eingezielt, aber auch der Schuss fliegt hier wieder auf, was weiß ich, was sind das, 150 Meter, auf 150 Meter jenseits von Gut und Böse. Charioteer gibt uns jetzt in die Turmseite. Also diese Turmneigung reicht schon, um dass der Charioteer uns mit der Standardkanone von Challenger einen reindrücken kann. Ihr müsst im Prinzip mit dem Panzer, so wie jetzt, immer vorbereitet sein, um dann schießen zu können,
um dann auch Schaden machen zu können. Jetzt kommt hinter mir noch der Pantera. Auch unangenehm. Amorek fliegt übrigens auch sehr, sehr häufig raus bei dem Panzer. Ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Also sehr modulanfällig, wenn ihr penetriert werdet. Nicht nur die Fuel Tanks, sondern auch das Amorek. Also auch das ist ja eine Sache, über die sich viele immer aufregen. Bei dem Panzer ganz, ganz grausam. Ja. Das war nochmal so die typische Standardrunde. Ihr habt euch für eine Position entschieden, die normalerweise Sinn macht mit dem Panzer, mit Gun Depression. Fahrt dahin. Dann wird euer Team auf der anderen Flanke oder im Zentrum überrannt. Ihr habt nicht die Mobilität, um mal kurz dahin zu verlegen, um da zu unterstützen. Und wenn ihr dann diese Situation habt, dass vielleicht schon zwei oder drei Panzer an euch vorbei sind und dann noch wieder AE Phase 1 einer auf der anderen Seite steht und ihr müsst dazwischen hin und her tangieren, dann bietet ihr, obwohl ihr so eine brauchbare Panzerung habt, immer diese Turmseite an, die easy zu durchschlagen ist, und zusätzlich habt ihr halt noch das Problem, dass eure Schüsse, ich weiß nicht, wie viele Schüsse jetzt hier nicht getroffen haben, aber es war doch allerhand, und nur dann, wenn wir wirklich den Schuss voll durchziehen konnten und drauf vorbereitet waren, hat der Schuss auch mal getroffen. Ich denke, dieses Spielerlebnis dieser Runde ist ganz symptomatisch für mein Erlebnis mit dem Bofrostwagen. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt, war quasi live hoch. Es war zweiter Klasse. Wir haben hier einen Wachposten bekommen, 2715 Unterstützungsschaden, 2000 Schaden gemacht. Gucken wir mal ganz kurz drauf. Ja, war in Ordnung, die 2000 Schaden. Gucken wir mal ganz kurz hinten drauf. Ich bin den Panzer mit Credit-Bonus gefahren. Da gab es auch noch 50.000 für eine Tagesmission. Das heißt, eigentlich müssen wir hier 98.000 abziehen. Dann könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie viel davon noch überbleibt. Also hätten wir jetzt hier gut 47.000 Credits plus gemacht. Ja, und die zweite Runde auf Endscore, wie gesagt, meine beste Runde, die ich bis dato in dem Panzer hatte. 3088 Schaden, 322 Unterstützungsschaden, 2170 Schaden geblockt. Also war okay, aber das ist dann halt auch schon so oberes Limit gewesen. An sich bin ich jetzt heute Morgen 10 Runden gefahren und von diesen 10 Runden waren das auch die einzigen beiden Siege. Und mehr Schaden konnte ich auch nicht machen. Gerade jetzt, wo derzeit auch noch so viel gejodelt wird und es wird sich über Weihnachten wahrscheinlich auch nicht verbessern, weil die Leute Erfahrung grinden wollen, die Leute wollen noch das Battle Pass Finale mitnehmen. Also so viele Sachen, wo der Panzer in den jeweiligen Spielsituationen in meinen Augen keinen Sinn macht und die Meta ohnehin mehr Richtung Mobilität, Feuerkraft geht, und das sind beides Sachen, die der Tornwagen nicht hat. Er hat die Gun Depression und er hat die Panzerung, aber auch das nützt nur dann was, wenn das Gefecht wirklich schön statisch läuft, und wir wissen ja alle, wie das derzeit auf den Servern so vor sich geht. Von daher in meinen Augen dieser Panzer nicht wirklich toll. Hier haben wir jetzt 84.000 Credits gemacht, war also okay mit den persönlichen Bonus. Alles in allem, mein Fazit zu dem Panzer: mir persönlich macht er überhaupt gar keinen Spaß, sage ich euch, wie es ist. Mir ist er, wie gesagt, zu langsam, das Gunhandling ist zu scheiße und ich bin jemand, der möchte lieber viel schießen und versucht dann selber, sich nicht treffen zu lassen. Also diese Panzerung bedeutet mir jetzt in erster Linie erstmal nichts, sondern wenn ich nicht die Möglichkeit habe, dann auch wirklich meine Skill-Überlegenheit auch auf den Platz zu bringen, weil mir der Panzer diese Möglichkeiten gar nicht bietet. Ja, ich bin kein Freund von diesem Tank. Ich finde, da hätte man, ohne dass er overpowered wird, noch die ein oder andere Stellschraube ein bisschen verbessern können. So ist er halt in meinen Augen einfach nur da. Und ich denke nicht, dass viele wirklich Spaß daran haben werden. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch einen ersten Eindruck davon vermitteln konnte. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das komplett anders seht. Und der ein oder andere wird ja sicherlich den aus den Boxen ziehen. Und dann bin ich mal gespannt auf euer Feedback. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen, ein Abo dazulassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!